In einer Tiefgarage, ne? Kann man hier gut erkennen. Und hier steht er, der dicke Bus, denn jetzt wird er gepackt, denn wir fahren jetzt auf die World of Trading nach Frankfurt und wir werden insgesamt jetzt 3 Tage in Frankfurt sein auf der Messe und wir nehmen euch natürlich mit. Das heißt, wir werden euch so ein bisschen zeigen, was wir da machen, was wir da auf unserem Stand machen, was wir auch abseits der Messe so ein bisschen treiben. Jedenfalls das, was wir zeigen wollen und kommt einfach mal mit und schaut euch mal an, was auf so einer Messe passiert, wie es uns da so geht. Und was man da alles so erleben kann. So, Auto ist gepackt. Ihr seht es, alles voll, fast bis oben hin. Hier natürlich ganz viele Bücher von uns mitgenommen. Ja, alles, was man halt hier so braucht, ne? Also gehen wir mal hier rum. Hier noch alles vollgestellt. Und ja. Dann ist es jetzt soweit, dann setzen wir uns jetzt mal rein. Wir werden mit 2 Autos fahren und dann geht's jetzt los. So, erste Pause. Man sieht's, wo sieht man's? Hier. McCafé. Damit meine McDonalds-Aktien weiter steigen. Deswegen Kaffee nur im McCafé. Auch für euch. Nie zu Burger King gehen, immer zu McDonalds gehen. Okay? Und Kurse checken. Ruckzuck und schon sind wir in Frankfurt. 648 in Richtung Frankfurt Stadtmitte. Da müssen wir hin, Messeturm. So, wir sind also jetzt da. Natürlich sind wir jetzt erstmal essen gegangen. Und zwar, so, wo sind wir hingegangen? Hier, man kann es erkennen. Steht so ein Grill. Hier. Chipotle Mexican Grill. Ist ein reiner Research-Besuch, weil wir sind ja short in der Aktie, beziehungsweise short calls. Und deswegen müssen wir das jetzt austesten, ob es sich lohnt, hier short zu sein. So, dann haut rein. Alles gibt's da jetzt. Hier für, naja, für Männer so das Milde. Mahlzeit. Sour cream and hot sauce. Oh, yeah. Sour cream and cheese. Sour cream. Für Fazit, wie hat's geschmeckt? War überraschend gut, ja. Ja, doch. Okay. Hat geschmeckt. Aufgegessen. Ja, alle. Alles, alle. Könnte ein bisschen mehr sein, aber... Also zu wenig? Ja. Okay. So bleibst du bei Short Call. Naja, es ging so. Geht so, okay. Meins ist auch leer. Also, wir haben es gegessen, wir bleiben aber short die Aktie momentan noch. Sobald die Burritos größer werden, kommen wir Short Calls. Genau. Also, wobei, dann verlieren die ja noch mehr Geld. So gesehen. Schon nicht so leicht, ja. Genau. So, also es geht jetzt los. Wir fangen jetzt an, hier Stand aufzubauen. Noch sieht das alles hier sehr, sehr chaotisch aus, hier auf der ganzen Messe. Also wenn ihr hier mal so rumschaut. So. Überall wird also noch gebaut. Wir sind ja heute oder dieses Mal ganz prominent, also hier oben. Active Trades auf der einen Seite und die andere Seite, man kann es noch nicht sehen, aber es ist CMC Markets. Also wir sind zwischen den ganz guten diesmal. Okay, also wir bauen jetzt mal auf und dann schauen wir mal, wie es ausschaut. So, erste kleine Schwierigkeit, unser Buchregal geht nicht so aufzubauen, wie wir uns das gedacht haben. Aber jetzt steht's. So, unsere Wand steht auch schon hier. Kann man sehen. Also wir sind ziemlich gut dabei. Und jetzt sind wir so ungefähr 20 Minuten und wir werden diesmal unseren Stand in unter einer Stunde aufbauen. Sensationell.
So, meine Jungs bauen hier noch fleißig auf, haben es gut geschafft, knappe Stunde und wir sind fertig. Und in der Zwischenzeit mache ich aber jetzt mal einen kleinen Messerundgang. Also wie gesagt, hier wird noch total aufgebaut. Ich nehme euch mal mit und zeige euch mal, was es da alles so gibt. So, hinter mir gerade hier die Kulmbacher Fraktion Flatex. Hier Vitrade aus Berlin, die Grün hier, das ist Wikifolio und die sind also alle hier vertreten. Alles, was bekannt ist, was Rang und Namen hat in der Branche, hat hier also einen Stand, baut gerade auf. Hier wimmelt es so von Leuten, die gerade Stände aufbauen. Ganz viele Messebaufirmen, international, also ganz viele aus Polen, aus der Tschechei, aus Deutschland, überall sind die Leute hier und wuseln herum und bauen auf. Man kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass es hier in 2-3 Stunden alles fertig sein soll. Manche Stände sind auch noch gar nicht angereist. Bin gespannt, wie die das hinbekommen. So, hinter mir jetzt die große Bühne. Hier findet dann morgen, ihr seht es hier, gesponsert von CMC. Und hier findet dann morgen die ganzen, ja, viele Veranstaltungen statt, viele Vorträge. Ich glaube, Live-Trading findet auch hier statt. Und richtig viel los. Also das wird morgen ja alles voll sein. Hier wird man morgen keinen Platz mehr finden, um sich hinzusetzen. Da wird alles voll sein. Die Bühne ist schon immer hier, war auch in den letzten Jahren schon hier. Ja, aber so eine große Werbung war, glaube ich, noch nie dran. Also das ist neu. So, und jetzt hier seht ihr hinter mir der Stand von Tradec AG. Und das ist der Stand von Birger Schäfermeier. Also der wird morgen hier sein. Haben auch schon alles relativ weit aufgebaut. Also ja, auch so eine Firma vielleicht von der Größe her so wie unsere. Da geht das also relativ schnell. Da wird jetzt nicht so viel Zirkus gemacht wie bei den ganzen Brokern hier. So, hinter mir jetzt die DAB. Auch einen Riesenstand. Könnte somit fast der teuerste Stand sein, weil er natürlich genau im Eingangsbereich ist. Und die lassen es ja natürlich auch ganz schön krachen. Auch die bauen hier riesengroß auf. Beeindruckend. So, und jetzt hier hinter mir 24 Options, auch einen Mega-Stand hier hingezimmert. Und wer jetzt aber denkt, die machen Optionen, nein, die machen überhaupt nichts mit Optionen. Die machen jetzt binäre Optionen. Ich sage jetzt nichts dazu, aber schaut euch mal einfach die Größe dieses Standes an. Da wird einem einiges klar, ich sage auch gleich nochmal was dazu. So, und hier hinter mir seht ihr jetzt einen der Stände, die traditionell zu den größten gehören, nämlich IG Markets. Auch die bauen immer wirklich gigantische Stände auf. Also damit ihr mal so eine Vorstellung habt, so ein Stand kostet wahrscheinlich 30.000, 40.000 Euro mit dem ganzen Personal, mit der Messebaufirma und so. Da kann das dann schon auch mal 60.000 Euro kosten. 2 Tage Messe, 60.000 Euro. Was ist also die erste Erkenntnis, wenn man hier jetzt, schaut, wer hat die größten Stände? Alle Broker. Ja, und je größer und aggressiver der Broker auftritt, umso größer ist auch sein Stand hier. Die bekanntesten Broker haben die größten Stände. Und rechnet euch einfach mal aus, also die geben hier bestimmt alles in allem ein paar hunderttausend Euro aus. Für was? Um Kunden zu gewinnen. Denkt mal drüber nach. So, also hier den ersten Bekannten getroffen, der mit der Fröte. Nein, er muss. Hallo zusammen. Hallo. Grüß euch. Bist du schon lange da? Ja, hey, hier, wir wissen, wie das ist. Das ist der, hier. Genau, der ich Markus bin der Böse, der nicht rechnen kann. Und, nein, das stimmt gar nicht. Das klären wir noch mal in einem extra Video. Genau. Aber ich darf hier das Live-Trading moderieren, weil Trading selber kann ich nicht, also muss ich zeigen, wie es die anderen können. Ja, das stimmt überhaupt nicht. Lügenhund. Danke für deine Zeit. Gerne. Wir sehen uns. Alles klar. Hau rein. So, jetzt ist es kurz vor 17 Uhr. Wir sind fertig mit Aufbau und jetzt gehen wir ins Hotel. Gehen heute Abend, treffen uns noch mit dem Michael Fuchs zum Essen und dann geht es morgen früh um 9.30 Uhr los. Bin gespannt, wie es dann hier morgen aussieht, denn hier bauen alle noch fleißig auf und ich habe auch manche noch nicht mal gesehen. Also manche sind noch nicht mal angereist, obwohl eigentlich bis 18 Uhr alles aufgebaut sein soll. Naja, schauen wir mal. Auf jeden Fall, bei uns hier hat das super geklappt. Die Jungs haben alle gut mitgemacht und ging wirklich diesmal ganz, ganz schnell. Ab ins Hotel.
So, Hotel Check-in. So, ich bin im Hotel angekommen. Ja, ganz normales Hotel, ne? Also hier ein Bett, ein Fernseher läuft gerade, NTV. So, und dann hier ein schöner Blick. Sieht morgen früh bestimmt noch mal ein bisschen besser aus. Weiß nicht, ob man das so sehen kann. Ne, aber man sieht ja wirklich, kann schön auf Frankfurt schauen. Internetanschluss da. Und ich bereite jetzt auch gerade schon hier noch ein Webinar vor, denn ich mache unser Helpdesk, was ja immer Donnerstag stattfindet, für die Abonnenten der Optionsstrategien. Das mache ich heute hier mal live aus dem Hotel. Ich muss mal noch schauen, ob ich das so hinbekomme, denn es ist nur so, so eine mittelprächtige Internetverbindung hier, aber es wird schon irgendwie gehen. Ja, ansonsten gibt es nichts weiter zu sagen. Also wie gesagt, ganz normales Hotel hier. Was man halt so hat. Wir sind jetzt essen gegangen. Hier, der große Prominente mit am Tisch. Wo kommt das hin? Der Gottvater auf Markttechnik, Michael Vogt. Und jetzt sieht man mal hier Unterschiede beim Essen. Ne, hier. Kleine Stücke. Kleine Stücke. Das kleinste Stück. Und jetzt hier. Ja, seht ihr das? Das ist auch klein. Seht ihr dieses riesige Stück hier? Ja. Das Steak wird übrigens nach der Einkommensverteilung hier aufgeteilt. Also, ich zeig nochmal das Große hier. Mahlzeit. Wir sind mal ganz kurz in eine Bar gegangen. Das sind die Table, das sind die Stangen. Zeig mal jetzt auch. Okay. Also sitzen wir noch hier und trinken noch Mineralwasser. Mineralwasser, genau. Aber wieso ich ja nur still ist und du? Mit Eiswürfel. Mit Eiswürfel, also alles wieder kommt. So, das war's für heute.